Die Grundlage für eine richtig schöne Frisur sind gesunde und starke Haare. Aus dem Grund gibt es heute 6 ganz einfache Tipps, wie auch du es schaffen kannst, diese Grundlage zu schaffen. Tipp Nummer 1. Entspanntes Haare abtrocknen. Wenn du aus der Dusche kommst und nasse Haare hast, dann kann ich dir empfehlen, einfach mal vom 6. Gang runterzuschalten in den 1. Gang. Sei einfach nicht so aggressiv zu deinen Haaren und rubbel deine Haare nicht wie blöd trocken. Den Fehler habe ich nämlich damals selber gemacht. Wenn ich aus der Dusche gekommen bin, habe ich einfach meine Haare wie bekloppt trocken gerubbelt und ich kann dir empfehlen, mach das nicht. Gerade seitdem ich jetzt lange Haare habe, ist es bei mir so, dass ich halt extremst darauf achte, dass ich meine Haare tatsächlich nicht mehr trocken rubbel, sondern ganz entspannt meine Haare noch abtupfe, denn ich habe keine Lust, dass ich irgendwie durchs Haare trocken rubbeln irgendwelche Haare verliere oder meine Haare zusätzlich beanspruche. Also, wenn du deine Haare abtrocknest, nicht ganz so aggressiv zu deinen Haaren sein, sondern einfach alles ganz entspannt angehen lassen. Und für die Leute, die zum Beispiel lange Haare haben, wie ich jetzt, da habe ich noch einen kleinen Pro-Tipp am Rande. Du könntest alternativ anstatt ein Handtuch auch deine Haare mit einem ganz normalen Baumwoll-T-Shirt abtrocknen. Ein Baumwoll-T-Shirt hat nämlich keine Struktur wie ein Handtuch und wenn man dann seine Haare mit einem Baumwoll-T-Shirt abtrocknet, dann ist man noch sanfter zu seinen Haaren und kann noch vorsichtiger sein. Jeder von uns kennt wahrscheinlich diese Billigkämme aus Plastik. Wenn man sich mit diesen Billigkämmen aus Plastik einfach die Haare kämmt, ja, dann tut es A auf der Kopfhaut super weh, weil es so spitze Zacken sind und B ist es halt so, dass möglicherweise auch einige Zacken einfach rausfallen, weil es halt wirklich super billige Kämme sind. Mein Tipp an dieser Stelle, investiert einfach 1-2 Euro mehr in einen hochwertigen Carbonkamm mit abgerundeten Ecken. Die abgerundeten Ecken sind viel sanfter zu eurer Kopfhaut. Ein hochwertiger Carbonkamm hat einfach eine viel längere Lebenszeit. Somit habt ihr eine Win-Win-Situation und die Sache ist geritzt. Kommen wir zum nächsten Punkt und an dieser Stelle freue ich mich sehr über den heutigen Sponsor und zwar über das Thiocyn Haarserum. Ich persönlich bin nämlich ein Typ, ich lege großen Wert auf Beständigkeit und auf Zuverlässigkeit und deshalb freue ich mich umso mehr, dass es mal wieder geklappt hat mit einer Zusammenarbeit mit dem Thiocyn Haarserum. Das Thiocyn Haarserum ist wirklich super easy anzuwenden. Man schraubt einfach den mitgelieferten Applikator auf die Flasche drauf, dann geht man mit dem Applikator durch die Haare durch. Das Serum gelangt dann auf den Kopf und auf die Haare und dann kann man alternativ auch nochmal das Serum ein bisschen einmassieren auf die Kopfhaut und dann bleibt das Serum einfach in den Haaren drin. Nicht wieder auswaschen, sondern einfach in den Haaren drin lassen. Und ich sage euch schon mal an dieser Stelle, danach fühlt sich eure Kopfhaut richtig fresh und richtig kühl an. Allein das ist schon ein Grund, das Thiocyn Haarserum einfach mal auszuprobieren. Das Thiocyn Haarserum wirkt übrigens dank des Wirkstoffes Thiocyanat. Thiocyanat ist ein körpereigenes Molekül, welches körpereigene Prozesse aktiviert bzw. reguliert, wo diese körpereigenen Prozesse nicht mehr wie gewünscht ablaufen und dort wirkt einfach das Thiocyanat hilfreich, wie zum Beispiel bei Haarausfall oder wenn deine Haare zum Beispiel etwas dünner werden. Die Vorteile des Serums sind, dass es keine Nebenwirkungen gibt, es ist sehr natürlich, es kann präventiv gegen Haarausfall eingesetzt werden und es funktioniert nicht nur bei Männern, sondern auch bei den Frauen der Schöpfung. Und jetzt kommt's, Leute. Ich habe einen richtig guten Deal für euch ausgehandelt. Mit dem Gutscheincode KORTE15 bekommt ihr erstmal 15% Einkaufsrabatt bei Thiocyn. Und das Geilste an dieser Stelle ist folgendes. Als Neukunde habt ihr ein 60-Tage-Testangebot mit einer Geld-Zurück-Garantie. Heißt, ihr habt überhaupt nichts zu verlieren. Also einfach mal auschecken. Alle Informationen zum Thiocyn Haarserum findest du weiter unten hier in der Infobox. Tipp Nummer 4. Aufpassen mit Hitze. Was meine ich damit? Egal welche Form von Hitze ihr an eure Haare dran lasst, zum Beispiel mit einem Föhn oder mit einem Glätteisen oder mit einem Lockenstab oder was auch immer, dann müsst ihr wirklich aufpassen. Ich persönlich habe damals einen riesengroßen Fehler gemacht und habe meine Haare tatsächlich fast jeden Tag geglättet und das auf volle Pulle. Ja, was ist passiert? Meine Haare sind dann irgendwann ausgetrocknet und teilweise sogar abgebrochen. Macht nicht auch diesen Fehler, ja? Kann ich euch nur empfehlen. Sondern, wenn ihr auf euren Föhn oder auf euer Glätteisen nicht verzichten wollt, ja, kann ich verstehen. Dann macht aber besser Folgendes. Wenn ihr eure Haare zum Beispiel glätten wollt, dann stellt euer Glätteisen nicht auf die höchste Stufe, sondern einfach auf eine mittlere Stufe. Und dann könnt ihr eure Haare glätten. Das gleiche gilt natürlich auch fürs Föhn. Föhnt nicht auf volle Pulle, sondern schaltet den Föhn einfach auf die mittlere Hitzestufe und dann föhnt eure Haare. Und jetzt noch ein kleiner Quick-Tipp am Rande. Wenn ihr Hitze an eure Haare dran lasst, egal ob jetzt mit Glätteisen, Föhn oder Lockenstab, whatever, dann nutzt vorher einfach ein Hitzeschutzspray, um eure Haare einfach ein wenig zu schützen. Tipp Nummer 5.
ganz klar Haaröl. Also hätte mir vor Jahren jemand gesagt, Daniel, probier doch mal Haaröl aus, hätte ich ihm auch einen Vogel gezeigt. Hätte ich gedacht so, hä, bist du bekloppt? Auf gar keinen Fall. Für mich hatte Öl immer was mit Motoren zu tun, mit einem Automotor oder Kettensägenmotor oder was auch immer, aber nichts mit Haaren. Aber seitdem ich Haaröl in meine Haarpflegeroutine integriert habe, Leute, kann ich ohne Haaröl einfach nicht mehr leben. Und das ist nicht irgendwie ein Spruch oder so, sondern gerade jetzt bei meinen langen Haaren, ich liebe Haaröl. Und wenn du es einmal erst ausprobiert hast, dann schwöre ich dir, dann möchtest du es nicht mehr missen. Ganz kurz und knapp, was macht Haaröl mit deinen Haaren? A, es spendet Feuchtigkeit. B, es hat pflegende Inhaltsstoffe und macht deine Haare so richtig schön geschmeidig. C, es ist gut für deine Kopfhaut. Und D, es riecht auch noch gut. Also Grund genug, einfach mal Haaröl auszuprobieren und in seine Haarpflegeroutine zu integrieren. Und ganz wichtig, ähnlich wie beim Thiocyn-Haarserum, wenn man das Haaröl in seine Haare drin hat, dann lässt man das auch in seinen Haaren drin, denn es muss wirken und man wäscht es nicht wieder raus. Kommen wir zum letzten Punkt für heute, ein ganz wichtiger Punkt, und zwar chillt man eine Runde. Einfach mal ein wenig entspannen. Und das sage ich nicht nur aus Spaß, sondern das ist tatsächlich sehr wichtig. Bei manchen Leuten ist es nämlich so, dass Stress sich auf die Haare auswirkt. Deshalb ist es echt enorm wichtig, dass man auch einfach mal ein bisschen runterkommt, ein bisschen entspannt, damit sich halt der Stress nicht auf die Haare auswirkt. Kommen wir noch zum heutigen Shoutout. Grüße gehen raus an Dennis Nadolski. Vergesst nicht, den heutigen Sponsor abzuchecken, das Thiocyn-Haarserum. Alle Informationen dazu findet ihr in der Infobox. Weitere Videos zum Thema Haare findet ihr hier oben und meinen neuesten Upload findet ihr hier oben. Ich wünsche euch jetzt richtig starke und gesunde Haare. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Peace out.